Also ich bin der Manuel Leni, Kamerad, Job an der Feuerwehr. Alarmiert waren sind wir mit einem F4. Wo wir angekommen sind, ist im unteren Stock im Altbau eine CNC-Maschine in Vollbrand gestanden. Haben gleich mit dem Innenangriff angefangen und die Anlage löschen. Die Schwierigkeit war, das Feuer hat noch ins Obergeschoss übergriffen. Genau über dem Brandort war ein Lacklager. Das hat dann noch gehörig durchgezündet. Im Moment sind wir noch am Ablöschen. Der Dachstuhl machen wir jetzt noch auf, um das Feuer zu löschen. Und ja, im Einsatz waren die Feuerwehren Schröcken, Schoppenau, Au, Mellau, Bezau. Also im grössten Fall haben wir 5 Atemschutztrupps drin gehabt. Und ja, jetzt sind eigentlich keine mehr drin, Atemschutztrupp. Jetzt sind wir dran am Dach aufmachen. Niemand verletzt? Verletzt, soweit jetzt weiß niemand.